Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. So, jetzt machen sie einen auf Shaun of the Dead und verbarrikadieren sich in einem Poop. Also irgendwas. Dieses komische Tom Cruise, ist das von Tom Cruise, dieses Musikvideo da, wo, ne, daran hat mich das gerade erinnert, die gehen rein und gehen direkt so, tanzen da so rein, weißt du? Ich weiß nicht, was. Nein, du, vielleicht habe ich auch gerade was verwechselt. Du bist Brad. Dieses Video. Du bist Bradman. Like an Oldtimer Rock'n'Roll oder irgendwie sowas. Du bist Bradman. So, jetzt müssen wir warten. Worauf warten wir denn? Auf Hungerbube. Es ist gleich halb Sex. Moment mal, wie spät war's? War's nicht irgendwann kurz vor 5? Wie spät war's eben? War's nicht schon 6 oder so? Es ist gleich halb 6. In ungefähr 2 Stunden geht hier die Sonne auf. In meinem Arsch, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Da können wir ab. Gesagt, die warten nur eine Viertelstunde. Dann können wir abhauen, weil Zombies natürlich auch empfindlich gegen Tageslicht sind. Das glaube ich nicht. Was meinst du? Diese Stadt hier scheint das konzentrierte Böse zu sein. Da gibt's keine Sonne. Und ich habe noch nie gehört, dass es Zombies und Mutanten wirklich gibt. Du glaubst also, wir sind in einer Art Hölle? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alles, was ich gesehen habe, absolut unlogisch ist. Wie konnte Alan nur zu einem Zombie werden? Indem er infiziert wurde. Oh, dann ist das ja doch nicht so unlogisch. Es ist dem Entwickler wenigstens aufgefallen, dass nichts Sinn macht hier. Ehrlich gesagt, ich habe gerade so die Vermutung, dass die alle schon tot sind und das ist jetzt einfach die Hölle. Oder es ist eine Fernsehshow. Bam, bam, bam. Renoir. Das war eine verdammt harte Nacht bisher. Schlaf ein wenig. Mit dir? Bevor wir uns hier rausboxen. Mit dir? Ich fordere explizit dich auf, jetzt zu schlafen, damit Seth und ich uns in der Nacht, während du schläfst, mit dir. Ich meine, damit du schön morgen früh schön ausgeschlafen bist. Ach so, du willst, dass ich schlafe, damit ich nicht mitkriege, wie du und Seth es tun. ja, genau. Ich denke, er hat recht. Wenn du nachher zusammenbrichst, ist alles aus, weil du eine Frau bist und Frauen sind schwach. Frauen sind automatisch schlecht. Das will dieses Spiel uns genau vermitteln. Denn wenn Frauen nicht schlafen, dann brechen sie zusammen und Männer nicht. Männer können 60 Stunden... Männer sind männlich. Die können 60 Stunden am Stück durchmalochern. Na gut, vielleicht habt ihr sogar recht. Frauen sind vielleicht wirklich scheiße. Das ist dann der Titel des Videos. Frauen sind scheiße. Oh, schön, wie jetzt die FPS da drüber sind. Mhm. Das sagt sie, ne? Diese Musik. Och, das ist eine Erinnerung. Ist diese Musik. Ist das vielleicht sogar Copyright geschützt oder so? Das kommt mir nämlich übelst so vor. Das kommt mir bekannt vor. Nee. Nee. Irgendwie, ich weiß es nicht. Also, es erinnert mich an irgendeinen Song von Snow Patrol oder so. Nicht Snow Patrol. Nee. Red Hot Chili Peppers. Californication? Könnte sein. Oder irgendwie sowas in der Art. Dreamer Californication. Was ist das? Es erinnert mich ein bisschen daran. Vielleicht ist es auch das irgendwas anderes, doch, was die gleiche Melodie hat. Ich weiß es nicht. Okay. Hi, Alan! Du wolltest mir etwas sagen! Es ist so. Wir kennen uns nun schon sehr lange und ich will dich endlich finden. Und wir haben auch unser Training zusammen abgeschlossen. Also wollte ich dir etwas sagen, was mich schon sehr lange auf dem Spand, auf dem Herzen liegt. Und bei meinen
Meine Stimme ist natürlich auch voll unwahrscheinlich, dass ich jemals zu einem Zombie mutiere. Was denn? Also, ich wollte dir nur sagen, dass ich... Dass ich voll geil auf dich bin. Ach, das träumt sie jetzt gerade. Lino, hilf mir. Alan, warte, halt durch. Californication. Rino, bitte. Alan, nein. 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 Gib diesem Mann einen Oscar. Das ist sie. Ja, ich meinte dich für die schauspielerische Leistung gerade. Verdammt! Wer sagt, dass ich ein Mann bin? Ich hatte einen Orgasmus. Nein! Hallo! Nein. Und auf einmal hat sie ein Face in der Textbox. Es ist alles meine Schuld, dass du tot bist. Da. Alan! Californication! Oh, da sind jetzt gleich vier davon. Alan! Dieses Face! Den hat das ist auch... Sten! Ja, aber übelst, ne? Sten in Älter. Aber der hatte nur ein Verwundet, hatte der ein Bild von dem. Du hast mich umgebracht, Renoir. Du hast mich zu einem Stan gemacht. Du warst es, der mich getötet hat. Nein, Alan, bitte glaube mir. Ich wollte dich nur von deinen Kerlen befreien. Ich stehe auf Qualen. Oh, Alan, warum kann ich nur in meinen Träumen bei dir sein? Sie will sogar in ihren Träumen bei ihm sein, wo sie immer wieder sieht, wie er krepiert. Du kannst nur in meinen Träumen bei mir sein, weil du gerne Californication hörst. Ich wünschte, ich könnte ewig hier bei dir bleiben, wo du mich beschuldigst, dass ich dich getötet hätte. Renoir. Das ist doch kein Problem. Du bist nicht Alan. Bin ich wohl. Oh nein, Scheiße. Die heilige Scheiße. Ja. Alan, bitte lass mich. Ich werde dich vergewaltigen. Jetzt werden wir ewig ineinander sein. Renoir? Verdammt, was ist los? Ich hab geträumt, dass er mich gefoltert hat. Sie leuchtet rot? Ich hab meine Tage. Verdammt, Renoir! Renoir! Wach auf! Verdammt, Brad! Hau da ab! Sie verwandelt sich zu einem Klaus! Sonst wirst du gleich mit in das Weltenportal gezogen! Sonst wirst du gleich auch geklaust! Irgendwas greift sie in ihren Träumen an! So ist das! Das ist so Nightmare on Elm Street mäßig! Die laufen da lang, schlafen mitten auf dem Weg, schlafen einfach ein und dann passiert ihnen das alles nur in ihren Träumen! Vor allem, irgendwas greift sie in ihren Träumen an und hat offenbar Effekt auf ihn. Ja. Weil er geschlagen wird von dem, was sie in ihrem Traum angreift. Verdammt, dann müssen wir ihr helfen. Ich bin geplant. Ich dachte, die wird noch wichtig in der Story. Scheiße. Verdammt! Redman hat versagt! Verdammt, dabei wollte ich doch dein Brötchenboy sein! Jetzt ist sie Ketchup! Unsere Beilage nehmen!
Unsere Freunde scheinen auch schon da zu sein. Hä? Zombies. Was? Achso. Mann. Dieses Timing ist ja zum Kotzen. Egal, wir müssen sie jetzt fertig machen. Anders geht's nicht. Okay, auf geht's. Ich hab 3 Verbandskästen auf der Theke gefunden. Wann? Der hat sich kein Stück von da wegbewegt. Das muss direkt vor seiner Nase gelegen haben. Ja, und dann muss er es ihm eigentlich nicht sagen. Anderen Ausgang suchen. Wenn die Zombies dich zu sehr verletzen, sprich mich an, dann heile ich dich und wir müssen keine wertvollen Items verschwenden. Was? Er kämpft nicht mit, oder was? Er hält sich im Hintergrund, damit er mich... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Wenn du ihn ansprichst, wirst du dann geheilt. Oh, heilen. Fuck! Sprich ihn an, dann heilt er... Junge, wann war der letzte Speicherpunkt? Ja, danach kam ja nur Dialog. Ja, und... Alter. Und der Death Metal Alan kam da. Wir haben noch einen Spielstand mit Carter? Ja. Och nee! Feststellung, yeah! Wir gehen jetzt direkt ins Pub und überspringen die ganzen... Da ist ein Pub, lass uns Salat klauen! Tanzen! Yay, tanzen! Bumtschika Beatbox, Bumtschika Beatbox! Ich bin ein Mädchen, ich bin scheiße, weil ich kippe zusammen, wenn ich jetzt nicht schlafen gehe! Ja gut, dann geh pennen! Ja, ich hab bestimmt erholsame Träume! Total erholsam. Californication. Californication. Zombies. Alan, nein. Ja, es ist nötig. Das ist so tragisch. Ja, es ist nötig, dass ich die ganze Zeit auf die Enter-Taste hämmere. Ich will dich vergewaltigen. Nein, wie konnten sie ihn nur töten? Er wollte mich doch vergewaltigen. Alan, hätte nach dieser ganzen Scheiße nicht umgebracht. Warum machst du das? Ich will dich vergewaltigen. Aber warum? Death Metal. Ich greife dich jetzt in deinen Träumen an und deine Freunde außerhalb des Traums natürlich auch. Warum nur? Du wirst platzen. Warum kann nach diesem ganzen Scheiß nicht mal ein Safe Point kommen? Aber ich will doch nicht platzen. Pech gehabt. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Yay, ich bin geplatzt. Yeah. Scheiße. Ja. Da kommen jetzt Zombies. Ich hab Verbandkästen direkt vor deiner Nase gefunden. Okay. Okay. Das war eine super Zusammenfassung, oder? Wie viel Leben haben wir? 80. Oh, super. Mit 80 Leben schaffen wir das doch. Ja, und bei der Hälfte der Stühle können wir die einfach mal nicht verschwenden. Verschwende wertvolle Items. Du hast selber noch Verbandskästen. Leben zwischendurch immer wieder gucken. Ja gut. Morphium. So. Das dürfte ja vielleicht sogar reichen. Jetzt kommen die einfach nicht mehr. So. Jetzt lass dich von ihm nochmal heilen. Dann brauchst du keine wertvollen Items. Kann ich einfach rausgehen? Nö. Aber du kannst ihn noch ansprechen, dann heilt er dich, oder? Heilen? Heilen? Nein, verpiss dich mit deiner Heilung. Heilung ist was für Spießer, genau wie Hosen. Das war immer noch besser als Klaus. Was? Jetzt hast du das weggeklickt. Ja, nein, aber pass doch nicht auf, da kommt Nachschub. Ach nee. Ach solche, okay, die gingen ja noch, ne? Warte, wie viel Leben haben wir? Lass ja, geht sogar noch, ne? Hä? Warum bleibst du nicht einfach ständig bei Seth stehen? Oh, wie viel Schaden? Oh, okay, geht ja noch. Die sind aber relativ ungefährlich, weil die lahmarschig sind mit dem Angriff. Stopp. Yep, ich hab einen Weg, der in so ein Lager führt, gefunden. Schnell weg! Hätten wir nicht direkt dahin gehen können? Während er jetzt die ganze Zeit beim Kämpfen zugeguckt hat. Wir haben hier jetzt 2 Wege. Einer, aus dem wir bestimmt gekommen sein müssten. Und einer, der weiterführt. Ich werde diesen hier nehmen. Nimm du den anderen. Sich aufteilen ist besser. Denn die Leute sterben nie, wenn sie sich aufteilen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ich hab dich sowieso nie gemocht. Wir haben ja nur schon gesehen, was passiert, wenn wir uns in dieser Stadt aufteilen. Dann kommt so eine Meinst jetzt ist jeder auf sich allein gestellt?
Genau so ist es. Ich hab die Schnauze voll von Mutanten und Zombies. Und das hat so viel damit zu tun, dass wir uns aufteilen. Meinst du, das hilft, Seth? Okay, und wenn wir diese Scheiße hier überleben, dann solltest du mir nie mehr über den Weg laufen. Ich mag dich auch, Bradman. Und jetzt macht er die Tür zu und wir können da nicht lang. Verdammt, ich hoffe, dass ich diese Scheiße hier überlebe. Du hast dich gerade in Seth verwandelt. Ja, weil wir jetzt Seth spielen wieder. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir wieder einen Cut, weil wir haben 30 Minuten erreicht. Mache ich zwei Parts draus. Und so, ja. Ich muss sowieso mal pissen. Jo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Tschüss. Die machen da unten schon wieder so eine Party. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamland. Das kann kein Mensch verstehen, wenn du das so hoch... Doch. Ihr müsst wissen, im Tahu wurde letztens der Penis entfernt und seitdem spricht er so hoch. Drei kleines Medikit gefunden. Ja, ich habe eine sehr hohe Stimme jetzt. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt nicht dadurch so ein komisches Piepen im Ohr. Jetzt rülpst Tahu eigentlich. Warte mal, da waren diese Zombies in der Mitte und da kannst du nicht mal hin. Ja, zwischendurch hatte ich ja auch Zombies, wo ich nicht hin musste. Nein, aber da der sieht aus, als hätte der. Er sieht aus, als hätte er eine Hüfte oder so ein Becken oder so auf seinem Kopf. Es ist ein Schmetterling auf seinem Kopf. Was soll das sein? Wieder so ein Drachenvieh? Ja. Verdammt, jetzt wird's hart. Hey, Moment. Nee, ist doch noch schlaff. Ich sehe deinen Mund, du bist. Du bist der Scheißkerl, der mich und die anderen immer ohnmächtig gebissen hat, wann auch immer das war. Das war immer, wenn der Bildschirm ausgeblendet wurde, ne? Das ist... Vor allem weiß er auch, dass die anderen da auch von genau dem gleichen ohnmächtig gebissen wurden. Der hat die dann immer gebissen und dann sind die eingeschlafen und dann haben die geträumt und das ist das Schlimme. Der Bossgegner des ganzen Spiels. Na warte, du Mistvieh, jetzt bekommst du deine gerechte Strafe! Aber als sie schlafen gegangen ist... Ist sie geplatzt. Ja, aber da war dieses Vieh doch auch nicht da. Die waren doch anwesend. Naja, es ging ums Bewusstlos. Es ging darum, dass die ja... Brad war ja... Also, es ging um die Charakterwechsel da. Oh, das ist die Klaus-Musik wieder. Hier sind wieder Gegner drumrum. Die abdancen. Bitte sag nicht, dass das so ein Klaus-Gegner ist. Nein, ist es nicht. Du kannst ihn... Oder es war obwohl nach einem... Das kann natürlich auch sein. Nein, es ist kein Klaus. Ah, wie viel Leben haben wir? Oh! Items! Ach, das sind die drei Verbandskästen. Ich hab einen Verbandkasten benutzt. Achso, das wollte ich nicht mal. Das waren die Verbandskästen, die er gefunden hat. Scheiße, ich wollte nur ein Medikit benutzen. Naja, egal. Wir wissen übrigens nicht, wie lang das Spiel ist, weshalb wir jetzt natürlich. kein Stück. Oh, Alpha! drei, 10 hat er dir Schaden. Oh mein Gott, das ist eine viel größere Herausforderung als Klaus. Ja, echt mal. Das Spiel hat so einen geilen, ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Das war's jetzt. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lame. Und wer hat hier den Teppich vollgekackt? Der Teppich ist Kacke. Jetzt sind wir wieder in dieser Para-Welt, obwohl er uns ja angeblich nicht gebissen hat. Verschlossen! Ich wette, wir kommen mit. Wir kommen mit Brad in genau den gleichen Raum und dann ist die andere Tür offen. Hm. Wie sind wir jetzt wieder hingekommen? Alles ist wieder normal. Nein, die Stadt ist immer noch. Ja, ich hab's geschafft, ich bin raus. Nein, du bist immer noch aus der Stadt. In der Stadt. Hallo? Ist da jemand? Ja, ich bin's, Alan. Kann ich jetzt... Speichern? Erstmal speichern, ne? Kann ich jetzt da lang, wo er lang gegangen ist? Das wäre ja richtig dämlich. Moment mal, ist er nicht zuerst gegangen? Nein. Ich sollte besser den anderen Weg nehmen. Sicher? Dass er nicht der Erste war, der in den Gang reingegangen ist? Nee, Seth ist weggegangen. Und dann haben wir zu Seth gewechselt. Während er noch darin rumstand.
Warum soll ich den Hebel aktivieren? Ich sehe ja noch nicht mal, ob der irgendwas macht. Vielleicht ist das ja irgendeine Falle einfach nur. Dann hätten die Zombies jetzt einen Weg gehabt, zu dir rüberzukommen. Ja! Das war wahrscheinlich eine Falle. Nein, war es nicht. Du hättest damit eine der Türen aufgemacht, ne? Alter, wenn das jetzt so ist, ne? Ich kann ja nicht mehr zurück, ne? Ich sag doch, hier gehst du in den anderen Raum. Das heißt, Seth ist jetzt auf der anderen Seite, oder? Was? Was sind das? Sind das Türen? Ach, das sind Türen. Hä? Hä? Das ist wieder so was Unnötiges gewesen, was nicht hätte sein müssen. Jetzt gehst du doch da... Ja, bist du nicht eigentlich im Kreis gelaufen? Eigentlich schon. Ist das die Ichichi-Frau? Wahrscheinlich. Es würde mich wundern, wenn nicht. Und wer hat da wir haben übrigens die Vermutung... Ja... Das ist... Das ist Thaddeus! Das ist Carter. Das klingt wie Thaddeus. Und Thaddeus! Die hat Carter und Thaddeus da gefangen! Siehst du, das ist Thaddeus! Ja! Ich hab heute nicht Geburtstag! Da regt sich jemand gerade über seinen Geburtstag auf. Beziehungsweise sein Nicht-Geburtstag. Das geht die ganze Zeit so. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Vermutung, dass dieser Typ, den wir zwischendurch getroffen haben, diese Gott Schwuchtel ist. Da, dass das Gott ist. Weil die Ichichi-Frau hat... Der hat hier nichts zu sagen. Und er selbst hat gesagt, offenbar jemand, der hier nicht viel zu sagen hat. Ja. Außerdem gehen wir davon aus, dass einfach alle sterben. Wer ist da? Wilkin Boy! Nein. Bradman. Willkommen, Brad! Brot. Die ist ja so weit weg. Willkommen, Bradman! Ich bin nicht Bradman! Bist du bereit, unbeschreibliche Schmerzen zu erleiden? Eine Strafe, die grausamer und qualvoller als der langsamste ist als der langsamste Tod. Meinst du damit diese Schreie, die einem derbst auf den Sack gehen? Ja, ne? Wer zum Teufel spricht da? Du kennst mich. Und genauso kennt mich der Rest der Welt. Der Teufel. Der Teufel. Und ich kann jetzt einfach wieder zurückgehen, ne? Der Joker! Nee, das geht gar nicht. Der Joker? Ich meine, wir spielen Bradman. Das muss der Joker sein. Ja. Der Toaster! Der Toaster! Ha. Bradman und der Toaster! Oh Gott, ich hätte es wissen müssen. Fast alle deiner Freunde sind tot. Ich weiß zwar nicht, ob du noch Freunde außerhalb dieses ganzen Geschehens hast, aber ich schätze mal, die sind auch tot. Nee, vor allem, vor allem waren die auch befreundet und es hieß nicht so, ja, du gehst mir auf die Nerven oder so nach dem Motto. Eigentlich war das mehr nach dem Motto. Glaubst du, dass du stark genug bist, dich gegen etwas zu behaupten, das dir einerseits vertraut, andererseits völlig fremd ist? Von was in aller Welt sprichst du? Junge. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich vergaß, dass du nur ein räudiger, stinkender und nutzloser Mensch bist, der keine Ahnung hat. Hey, das mit dem Ich glaube, das ist diese Bestrafung. Das mit dem Menschen war aber eine Beleidigung. Ja, aber ich... Oh, das müsste das Ende des Gangs sein. Da fehlt ein Fass am Ende. Aber ich dachte gerade, das ist jetzt die Bestrafung. Dieser Schrei. Sie quatscht uns tot. Ja. Ich sehe in deiner dunklen und beschmutzten Seele, dass du nicht die geringste Ahnung hast, was hier vorgeht. Und ich habe dich für einen gefährlichen Feind gehalten. Ich muss mich getäuscht haben. Du bist einfach nur schwach.
Nein, ich bin Bradman. Wir werden aber noch sehen, was du zu... Was... zu was du... wirklich... imstande bist. Alter, dieser Schrei... Wahrscheinlich geht es darum, dass man irgendeiner... Jetzt kommt ein Klaus. Man muss ja wirklich, glaube ich, einfach nur irgendeiner Versuchung widerstehen. Bei Carter hieß es, ja... Der ist einfach darauf reingefallen, dass irgendeine eindeutig nicht vertrauensselige jetzt Person ihm ein Angebot gemacht Klaus hat. Nonne. Dann hier, sie wollte bei Dings, genau, Rinoa wollte ja unbedingt bei, Alan, so bei Alan sein. Das war der, was, das war ihr Fehler. Und Seths Fehler war, dass er einfach nur weg wollte. Der wollte und unbedingt dafür Salat. Sich aufgeteilt hatte, ja. Der wollte mit Salat aus Pups klauen. Und er darf jetzt einfach kein Angebot oder keiner... Morphium, ey, das ist doch jetzt Endkampf. Ja, sonst würden mich nicht so viel halten. Und am Ende kommt nochmal... Alter! Was ist denn das für ein Endkampf? Mehrere Alter. Stufen wahrscheinlich, ne? Ja, ich schätze, am Ende kommt auch Gott dann doch noch zu Hilfe oder so. Was? Das ist kein Endkampf. Kannst du an denen nicht rein theoretisch vorbei oder musst du die besiegen? Wahrscheinlich muss ich sie besiegen, aber ich gucke mal, ob ich die Tür auch so... Warum musst du gegen Javas kämpfen? Ja, echt mal, die sehen übelst so aus. Verschlossen! War klar, du musst sie besiegen. Batman kann keine Tür eintreten. Ich bin Alter. Enttäuscht. Ja? Wie stark sind die dafür, dass das so ganz normale, dass sie in so einer Horde auftauchen? Ist der Einzelne ja schon stark, oder dafür haben wir ja die ganze Heilung bekommen, ne? Ah. Wo hat der dich denn gerade erwischt? Kann es sein, dass er auch eine viel größere Reichweite hat als du? Na, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit dem ist. Aber auf jeden Fall ist es schaffbar. Es Weil teilweise sind, treffen die Kläuse. Einen auch nicht. Das sind keine Kläuse. Ja. Aber das spielt sich ein bisschen scheiße. Da! Wir haben zwei schon tot oder so, ne? Ja. Aber die machen derbst viel Schaden. Ja, aber dafür treffen sie einen auch nicht so oft, ne? Nehmen wir ein kleines Medikit, ne? Ja. Es sind ja genau 100. Jo. Ich weiß nicht, gibt's einen Unterschied zwischen den grauen und den braunen? Beziehungsweise den grünen. Schwer zu sagen, ne? Guck auf, achte auf die Leben. Ja. Gut. Ja, geht ja noch, ne? Oh, Actionmusik. Das gut. War's. Das war's. Das war ja. Es war immer noch kein Klaus. Es war ein wenig enttäuschend. Wenn das jetzt der Endkampf. Nee, war's nicht. Oh! Aber das sind normale Zombies jetzt, das sind keine Javas. Ja, und da sind zum Teil diese einfacheren Dinger mit bei. Ich würde es trotzdem nicht unterschätzen. Vor allem laufen die so komisch. Bumm. Achte Bum. Auf die Leben. Ja! Oh! Jetzt auf einmal jetzt auf einmal ist er schmerzempfindlich. Mhm. Und das schreit genau wie Rinoa. Die schreien alle gleich. Der schreit wie eine Frau. Die schreien doch sowieso alle gleich. Der schreit wie eine Frau. Ich meine, Rinoa hat auch so geschrien. Ist eine Frau. Okay, das geht noch. Gerade noch. Ich finde die gerade fast härter als die Javas. Ja, weil es mehr sind, ne? Du hast nicht so viel Ausweichmöglichkeiten hier. So, das sollte reichen. Ja gut, der hat den nicht mal Schaden gemacht. Kam der nicht mal zu. Ja, jetzt geht's aber los hier. Denkst du, du kannst dich über das Spiel hinwegsetzen? Denkst du, du kannst das Spiel schaffen, oder was? Ja, echt mal. Das ist Dreamland. Das ist die Heimat von Klaus. Der Grund. Die Heimat von Klaus, die kann man doch wohl... Das kann man doch nicht schaffen. Der Grund brutale Killer. Das war so klar. Wieso sind denn jetzt auch nochmal Wölfe da? Aber jetzt müsste ich doch rein hypothetisch abhauen können, oder nicht?
Nein, da ist ein geheimer... Wollen Sie die mehr aus wie Hunde? Kein Ausgang, da ist überhaupt kein Ausgang. Aber wahrscheinlich kommt, öffnet sich irgendeine Falltür oder so. Deswegen hast du so viel Heilung gekriegt und direkt danach kommt dann der Endkampf. Ja, wahrscheinlich, ne? Dann kommt ein Klaus direkt danach. Boah, Alter, der hat dich, glaube ich, gerade öfter getroffen, ne? Ja, aber es geht noch. Danach kommt dann so ein Klaus und das Tolle ist, die sehen aus wie so Pudel. Das Tolle ist, wenn du dann stirbst, darfst du diese ganzen Gegnerhorden davor auch nochmal machen. Es sei denn, die setzen dann einen Speicherpunkt. Aber wahrscheinlich tun sie das nicht. Obwohl die Speicherpunkte bis jetzt eigentlich relativ fair gesetzt waren. Relativ. Das ist jetzt Endkampf, oder? Sieht ja schwer danach aus, weil es genauso aussieht wie sonst auch. Mal sehen, ob du es schaffst, 2 Minuten vor meinen unbesiegbaren Sklaven. Du musst jetzt erst 2 Minuten lang weggehen. Die sind alle unbesiegbar. Unbesiegbare Sklaven der Hölle sind das. Und dem musst du jetzt 2 Minuten ausweichen. Alter, wenn's jetzt aber heißt hinterher, ich habe 2 Minuten, um die alle zu killen, ne? Nein, die sind unbesiegbar. Okay. Kannst du dich nicht heilen? Oder ich weiß nicht, vielleicht... Nein, nee. Heil dich. Das ist, glaube ich, nicht mal nötig. Nee, Moment, Verbandskasten doch nicht. Kleines Medikit. Ja, eins, wir haben ganze 7, da kann man sich das vielleicht noch leisten. Hauptsache ist, du musst nicht den ganzen anderen Scheiß noch machen. Jetzt kommt einfach so viel Zeug und am Ende heißt es dann, wenn du dann stirbst, ja, das darfst du jetzt alles nochmal machen. Aber die rennen schon ziemlich krass einen hinterher. Also die gehen mir gerade ziemlich auf die Eier. Und diese Statuen erst. Naja, jetzt gerade wissen sie nicht mal, wo du bist. Boah, hat das gedauert. Jetzt gerade. Noch eine Minute, wir haben die Hälfte schon geschafft. Alter, das zögert das jetzt so hinaus einfach, ne? Ja. Kann danach bitte ein Speicherpunkt kommen? Nein, dann kommt der Bosskampf. Ja, dann soll der aber bitte nicht zu schwer sein. Das ist dann Klaus. Alter, das wenn Klaus... Ein, das ist dann wenn ein Kampf Klaus der Bosskampf... Wenn Klaus der Endboss ist... Dann musst du gegen dann zwei Klause kämpfen. Dann hören wir aber sofort auf. Dann brechen wir das Projekt. Obwohl, wir haben Heilung. Hatten wir beim letzten Mal nicht. Stimmt. Wir haben sogar massig Heilung. Hatten wir beim letzten Mal nicht. Und wir müssen die nur 5-mal treffen. Ja, der hatte genauso wenig Leben wie die normalen Gegner jetzt in grob, oder? Oder wie ein paar von denen zumindest. Ja, aber dafür war er so gut wie unantastbar. Ja, das war das Problem auch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Speicherpunkt. 2 Morphium, Verbandskasten. Wir kriegen sogar nochmal ordentlich Heilung, das heißt jetzt nochmal ganz viele Gegner oder was? Das ist jetzt der Endboss. Hä? Wer ist das denn? So sieht also der Oberboss der ganzen Zombie-Truppen aus. Willst du den sprechen, oder? Ach so, ist das gar nicht die Ihihi-Frau? Scheinbar nicht, die ist ja auch keine Frau, hieß es. Nein, das ist nur eine Art Werkzeug. Es ist dann doch die, oder nicht? Okay. Nein, das ist nur eine Art Werkzeug. Wir müssen die gleichzeitig sprechen. Mit beiden Stimmen. Aber jetzt bin ich auf die Taste gekommen. Machen wir ab jetzt. Aha. Naja, ist mir egal. Ich will nur wissen, was du mit Seth, Renoir und diesem anderen Typen gemacht hast, den ich nicht mal begegnet bin. Wie hieß der nochmal? Carter. Achso, Carter. Weil das ist so wichtig für mich. Wir müssen persönlich jetzt gleichzeitig sprechen. 3, 2, 1. Das wirst du doch sowieso nicht verstehen. Diese gesamte Stadt hier wird auch als Totenwelt bezeichnet. Also Dead World und nicht Dreamland. Was Traum und Tod ist doch so. Ja.
Doch durch einen gottverdammten Fehler meinerseits ist diese Welt zufällig in die Oberwelt gepresst worden. Doch solange mein menschlicher Abschaum, wie du es bist, sich hier rumtummelt, kann ich diesen Prozess nicht rückgängig machen. Und warum hast du uns dann nicht einfach den Ausgang gezeigt? Weil ich scheiße bin. Ich brauch doch ein paar Spielzeuge. Außer meinem Penis. Und ein Dildo. Und wenn ich dann schon Menschen habe? Ich habe sehr früh gemerkt, dass es sinnlos ist, meine Werkzeuge gegen euch zu benutzen. Also habe ich euch auf andere Weise den Schrecken gelehrt. Die Welt, die du ständig betrittst, ist dir zu einem kleinen Teil vertraut. Weil sie immer wieder gleich aussieht. Vielleicht. Nein! Vor allem ist das sieht so eine... genau nur deshalb so aus, weil wir War of Death gespielt haben. Deswegen sieht diese Starfield so aus. Genau, das scannt den Computer, was man für Spiele gespielt hat. Und darauf ist das dann ausgelegt, ne? Ja. Die ist so schizophren, oder der, ne? Mhm. Seit du diese Stadt betreten hast und in diese Traumwelt gezogen wurdest, hattest du nur einen Feind, der dich ständig beobachtet hat. Mich! Carter! Hä? Brad, er selbst. Das ist dein wahrer Feind, Brad! Bradman, sieh ihm in die Augen! Sieht so der Toaster aus! Willst du mich verarschen? Das bin ich? So ist es, Bradman! Aber wir können jetzt Horror... Aber wir können diesen Horror jetzt ein für alle Mal beenden. Das Einzige, was du dazu tun musst, Bradman, ist ihn zu töten. Los, töte ihn. Suizid. Sollen wir das jetzt echt machen? Wir haben doch eigentlich gelernt, dass auf das, was diese Welt uns sagt, zu hören... Ja, und danach haben wir Charakterwechsel zu Seth. Ah, ich kann nicht. Warum nicht? Natürlich kannst du, Bradman. Er ist dafür verantwortlich, dass Rinoa und nein. tot sind. Ja. Nochmal. Er ist dafür verantwortlich, dass Rinoa und Seth tot sind. Er ist dafür verantwortlich, dass du in der Klemme steckst. Töte ihn! Du lebst! Au! Brad, guck mal! Ich habe Fingerfarben gefunden und habe mir damit ins Gesicht gemalt. Sieht das nicht toll aus? Guck mal, ich habe hier so ein schönes Blau um meine Augen, dass das so ein bisschen betonen soll. Und mit dem Rot verschmilzt das richtig schön zu einem ganz tollen Ton. Ich sollte mal einen Fashion Haul oder sowas machen. Wenn das der Teufel sein soll, wieso hat er Seth nicht tot gekriegt? Brad, glaub diesem Schwein kein Wort. Er will uns alle durch seine Tricks in den sicheren Tod führen. Das war so klar. So wie Adolf Hitler. Der hat auch die Leute in den sicheren Tod geführt. Ja, das stimmt natürlich. Diese Puppe vor dir ist eine Art Voodoo-Puppe. Wenn du sie zerstörst, wirst du sterben. Und das weiß er woher. Und deine HP werden auf Null sinken. Und deine Seele wird auf ewig die Foltern der... Den Foltern der Hölle, das haben wir falsch geschrieben. Und deine Seele wird auf ewig die Foltern der Hölle ausgesetzt. Was? Die Foltern der Hölle setzen aus? Ja, sie hören komplett auf. Jetzt mal ehrlich, woher weiß er das?
hat ein Tagebucheintrag gelesen, der dasselbe hat das Schwein mit Carter und Renoir gemacht. Das weiß er jetzt auch woher. Außerdem ist Renoir nicht vor unseren Augen geplatzt? Außerdem hat das Schwein mir diese Fingerfarben geschenkt. Die jucken wie Sau. Du meinst also, dieser Scheißkerl ist der Scheißteufel? Nein, nicht der Scheißteufel, der normale Teufel. Ja! Der Scheißteufel ist mir gestern ins Klo gefallen. Ihr ekelhaften Menschen! Wir werden dir jetzt den Arsch verhauen, du Bastard! Niemand bringt unsere Freunde einfach um. Jetzt bin ich bockig! Vor allem kannte er Renoir vorher nicht und Bradman kannte Carter nicht. Er kannte Carter. Sie waren beste Freunde. Ja, aber mein Denn Freund hätte er dann sagen müssen. Man muss ein gewisses Band der Freundschaft haben, um zusammen einen Pup zu überfallen und Salat zu klauen. Ich dachte gerade, die Musik ist, gerade die Musik kurz ist einfach gerade leiser geworden und weg gewesen. So. Niemand bringt einfach unsere Freunde um. So ist es. Wir sind bockig. Har, har, har. Freunde. Ihr habt sie kaum gekannt. Hey, das stimmt sogar. Das stimmt sogar wirklich. Sie haben euch nur im Kampf geholfen. Immer noch kein Grund, sie einfach zu töten. Har, har, har. Carter ist aber nicht tot. Er genießt gerade aufregende Stunden mit meinen Töchtern. Also ist es wirklich das, worauf es anspielt? Also die haben jetzt gerade wirklich heißen Zombie-Sex. Weißt du, ist es nicht total erotisch, ne? Wenn du mit jemandem rumfickst und währenddessen trennen sich seine Körperteile ab? Ich finde das richtig geil, das würde mich antören. Vor allem, weil die mich da so vollschleim mit ihrem Zombie-Schleim und so. Mhm. Was? Er lebt? Ich kann dich jederzeit zu ihm bringen. Willst du zu ihm? Als ob ich nochmal darauf reinfalle. Dann sperrt er uns mit ein. Wir sind ja drei. Dann hat jede Tochter einen. Das ist doch das, worauf sie hinaus wollen. Ja. Nein, danke. Nein, mir reichen Seth. Diese Fingerfarben. Nein, Seth. Denk gar nicht erst daran. Carter ist bestimmt schon tot. Eben wusste er Carters Namen nicht. Oh Mann. Ach nee, aber Seth hat den Namen, glaube ich, erwähnt. Oh Mann, ne? Ich krieg Pickel von diesen Fingerfarben. Da hast du mir schon Scheiße angedreht. Nochmal vertraue ich dir nicht. Hör nicht auf diesen Schlaumeier. Ich versichere dir, dass er noch am Leben ist. Ich gebe dir mein Wort darauf. Seth, lass es! Du wolltest doch Brötchenbube werden! Sein Wort ist nur Scheiße wert! Scheiße kann man sich kaufen. Das kostet was. Also es ist wirklich was wert. Schweig! Du erbärmlicher Hund! Wir sind immer noch Menschen. Also Seth, wie lautet deine Entscheidung? Aber ich bin doch schon ein Mann. Ich kann mich nicht mehr entscheiden lassen. Ja. Ich glaube, ich habe einen Kater. Verdammte Scheiße, Seth. Wenn du weich wirst, dann hat dieser Bastard dich in der Hand. Wie mich eben. Also kämpfe dagegen an. Ich bin ziemlich hart in meiner Hose. Verdammt, ich kann nicht, diese Schmerzen, Brad. Ich will hier nur weg. Hey, was hat das jetzt damit? Jetzt hat er kein Face mehr. Und was hat das mit dieser Sache mit Carter zu tun? Das sagt jetzt gerade Seth, steht da. Ne, oder sagt Seth. Ich verspreche. Seth! Hä? Ne, das sagt jetzt der Teufel scheinbar. Ja. Ich glaube, langsam haben wir es verstanden.
Seth, ich verspreche dir, ich bringe dich zu ihm und dann könnt ihr gehen und einfach weiterleben. Ja, ja. Einverstanden, bring ich zu ihm, ich bin dumm wie Toastbrot. Du bist also Seth, wirklich der Toaster. Verdammtes Weichei. Eben hast du mir gesagt, dass man ihm nicht trauen darf. Har, har, har. Ihr seid zu schwach, um gegen mich anzukommen. Ihr seid eben nur Menschen. Seit wann lacht er so har, har, har und nicht mehr ihihi? Es hat sich von jetzt auf gleich einfach verändert. Hä? Was hat das wieder heißen? Seth, Geist ist nun geschwächt. Nun kann mein Werk stattfinden. Was zum Geier meint der Arsch? Sch, aber ich rede doch durch meinen Mund. Wir sind hier in einem Ort, wo man leise sein muss. Das ist die Bibliothek. Scheiße! Renn, was das Zeug hält, Seth! Was? Har, har, har. Nur ein dummer, naiver Mensch. Das ist doch kein Gegner. Aha. Seth! Yay, ich bin geplatzt! Brötchenboy! Ey, Brad, es ist gar nicht so schlimm zu platzen. Das fühlt sich eigentlich sogar ziemlich geil an. Har, har, har. Was für eine Schweinerei. Das sieht aus wie ein Penis. Ah, du perverses Arschloch. Passt sogar. Die Blutpfütze sieht aus wie ein Penis. Das wirst du bereuen. Guck doch, die Blutpfütze sieht aus wie ein Penis. Ja. Naja, vielleicht ist noch was außerhalb der Kamera. Nein, ist es nicht. Der Raum ist da zu Ende, nicht. Da kann nichts mehr sein. Weiß ich nicht, ob der Raum da wirklich zu Ende ist. Har, 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 har. Du erbärmlicher Mensch, glaubst also immer noch, dass du eine Chance gegen mich hast? Meine Güte, bist du bescheuert! Ich werde dich auch platzen lassen, wie einen Ballon! Der beste Beweis dafür sind die Überreste deines Freundes. Das wird sich hinterher wahrscheinlich so scheiße anhören. Hört sich auch wahrscheinlich richtig scheiße an. Verdammt! Warum denkt er das nur? Du bist in dieser Traumwelt gefangen! Bist du so verzweifelt und geisteskrank, dass ich problemlos auf deine Seele zugreifen kann. Wie auf einen Computer. Ich werde deine schlimmsten Ängste in Realität verwandeln und so dein gesamtes Leben in den Abgrund des Wahnsinns reißen. Und du erbärmliches Wesen hast keine Chance, das zu verhindern. Langsam geht mir der ganze Dialog auf die Eier. Wie lang zieht er seine Dialoge eigentlich? Auch so unnötig lang. So Sachen, die zum 30. Mal anders gesagt werden. Oh. Denn ich bin ein Gott! Halt endlich dein scheiß Maul! Alter, ja, da sagt er echt mal was. Da sagt er mal was Vernünftiges. Du, wo warst es? Jetzt hörst du mir mal zu, du überheblicher Heckenpenner. Jetzt kommen wir wieder mit ihren dämlichen Beleidigungen. Ich hab heute meinen Job verloren. Hat er das? Das wurde nicht erwähnt. Da steht verloren, nicht verloren. Verloren! Verloren! Und ich hab auch kein Geld mehr. Nur diese Heilung, die ich teuer verkaufen kann. Und da tanzt früher morgen so ein quasselndes Arschloch an. Also, entweder lässt du mich, Bradman, jetzt sofort gehen. Oder ich trete dir so in den Arsch, dass du die nächsten 3 Wochen nicht mehr sitzen kannst. Nicht mehr sitzen kannst. Du bist scheinbar einer von diesen coolen Kamikaze-Typen. Er wurde doch sogar schon so genannt. Kamikaze-Typ, ja.
Naja, wenn du unbedingt willst, dass ich auch deine Seele für meinen Folterknecht bekomme, hab ich kein Problem damit. Problem klein. Stirb! Es ist gar nicht verwirrend. Bosskampf. Das ist Klaus-Musik. Es ist natürlich die Klaus-Musik. Okay. Wir können scheinbar überall rumlaufen und... Geh nicht zu weit von dem weg, weil sonst... Ist der permanent rot, der Typ? Alter! Der ist voll übertrieben schnell. Jetzt ist er nicht mehr rot. Oh, das ist wieder so ein Klaus-artiger Gegner, ne? Hä, der... Wie viel macht denn der mit einem... Nicht so viel, ne? Doch, aber wenn der rot ist, ist er mir, ist mir das ehrlich gesagt zu heikel. Gefährlich. Also ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass der leichter wird als Klaus. Klaus hätte an Klaus kommt einfach nichts. An Klaus kommt einfach Klaus nichts. Klaus war für mich der Oberpenner. Und nicht der Teufel. Der Teufel ist lame. Der Teufel ist nur mit seinen Dialogen einem auf die Eier gegangen. Das war's auch schon. Achte auf die Leben, weil seine Dialoge sind so schlimm, dass wir die möchte ich mir auf keinen Fall nochmal anhören müssen. Vor allem der wird jetzt manchmal so kurzfristig. Nein! Du kriegst mich nicht! Lauf weg vor dem... Du kriegst mich nicht! Oh doch! Wo war das nochmal bei? Du kriegst mich nie! Das war War of Death. Der soll sich mal in den Arsch ficken. Aber mal richtig hart. Alter, lauf in die FPS rein. Lauf und werd rot. FPS. Das hat er von der FPS-Zahl jetzt, ist rot. Ja. Seht ihr natürlich nicht, aber wir sehen das. Ihr könnt es euch ja vielleicht vorstellen. Stirb ihn. Ich weiß ja auch nicht, wie viel Leben der Spacko hat. Nö, Lebensbalken sind überbewertet. Ja, aber maßlos, ne? Er ist rot. Ja, ein bisschen halten wir, glaube ich, noch aus. Einen oder zwei Schläge maximal würde ich riskieren, einzustecken. Der hat sich, glaube ich, gerade öfter getroffen. Ja, komm. Medikit! Ich weiß ja nicht, wie oft wir den hauen müssen. Ja, ich auch nicht. Schätze. Vor allem danach ist das Spiel höchstwahrscheinlich vorbei. Ja. Demnach ist es egal. Hier kannst du eigentlich alles verschwenden, was du hast. Der ist so unnatürlich lang einfach, ne? Aber der erste Charakter war doch der Hauptcharakter. Langsam wird lustig. Langsam war vorher langweilig, aber langsam ist jetzt lustig. Aber jetzt mache ich ein Ende. Mein eigenes. Ich glaube, jetzt ist er stärker geworden. Kann das sein? Schwer zu sagen, ne? Ist die Musik vorbei? Ja. Bei mir ist sie auch weg. Das ist super atmosphärisch. Und achso, jetzt kommt die Musik, die Klaus-Musik wieder. Hä? Der ist weg? Hat er sich teleportiert? Da ist er wieder. Oh, ich dachte... Ich hoffe gerade, dass das nur ein Bug ist, ne? Dass das seine Fähigkeit ist. Nein, ich habe echt gehofft, dass das kein Bug war. Weil sonst wäre der vielleicht jetzt einfach weg gewesen komplett und nicht mehr besiegbar. Ja, okay. Er rennt. Er ist jetzt schneller als ich, ist die Sache auch, ne? Und er kann sich teleportieren. Wo ist er hin? Da, hinter dir. Und dann rennt er von dir weg. Wir wissen nicht, ob das ein Bug ist oder... Leben. Er rennt... Alter! Verbandskasten. Alter! Ich kann nicht glauben, dass mich ein ekelhafter Mensch in die Knie gezwungen hat. Er hat das richtig geschrieben! Ja!
Das finde ich gerade noch viel unglaublicher als den ganzen Rest hier. Mit dir ist es aus, du Bastard! Ja, vor allem die anderen konnte der einfach so platzen lassen und Bradley. Du hast Grammatik gelernt, das kann ich nicht durchgehen lassen. Vor allem die anderen hat er einfach so platzen lassen und Brad nicht. Ja. Jetzt hat er schon wieder eine andere Lache. Du Mistkerl hast es geschafft, einen Gott in seine Schranken zu weisen. Aber die Konsequenzen werden dein Verderben sein. Jetzt kommt er nämlich nie wieder raus. Jetzt kommt seine Final Form. Was für eine Scheiße laberst du jetzt schon wieder? Diese verdammte Welt, in der wir jetzt sind, wird sich auflösen. Und zwar nur, weil du deine Ängste überwunden hast. Heißt das etwa, dass diese gesamte Scheinwelt mein Unterbewusstsein war? Boah, seine Stimme, ne? Du kapierst aber langsam, Kleiner. Langsam ist doch jetzt interessant. Ja. Und was ist mit der verdammten Stadt? Oh, dieses Rums geht so auf den Sack. Red er nicht, du Arschloch. Rums. Und da ist Gott, der andere Gott. Der Macker schon wieder. Das ist jetzt der, den hast du gesprochen. Wie hatte ich den gesprochen? So leicht adelig, spruchelig, halt. Nein, nicht Brad, ganz. Verschwinde besser. Ich werde diese Sache hier klären. Mach, dass du abhaust. Ich hab mit dem Mistkerl noch was zu klären. Verschwinde endlich. Das ist der Konkurrent, ne? Kapierst du denn gar nichts? Hier geht gleich alles hoch, also mach da... Also mach du deinen Arsch hier raus zuerst. Da fehlt Götter das. Und Grammatik haben's nicht so. Okay, wenn du unbedingt den Held spielen willst, nicht und ich vertraue jetzt mal darauf, dass natürlich er nicht zusammenarbeitet. Natürlich nicht den Helden spielen, sondern den Held spielen. Den Held, das ist ein Eigenname. Das ist ein Musikinstrument. Ich spiele den Held! Ja. Ich vertraue jetzt auch einfach mal darauf, dass die beiden nicht zusammenarbeiten und sich gegen mich verschwört haben und... Ich bin weg. Jetzt ist es aus! Du hättest die Menschen nicht unterschätzen sollen, Lucifer! Du und deine untoten Untergebenen, ihr hattet keine Chance gegen sie! Und du wirst nie wieder eine Stadt wie diese aus den Quellen der Kraft der Hölle erstellen. Dafür werde ich sorgen. Har, har, har. Har, har, har. Es gibt noch Teil 3 und Teil 2 in der Reihenfolge. Und deswegen werde ich es schaffen, du dummer Idiot. Die Saat des Bösen ist überall, alter Freund. Das ist erst der Anfang! Jetzt steht da Teufel drüber, weißt du? Und nicht Lucifer. Was? Scheiße, Batman! Ich bin wieder im Wald. Die Stadt hat es nie gegeben, ne? Aber wo ist die Stadt? Und wo ist dieser verdammte Bastard? Hä? Ob das vielleicht Seth ist? Oder sein Kumpel? Vielleicht leben sie noch! Ja, natürlich, es gibt Teil 2 und 3. Wie gesagt. Jemand da? Seth? Rinoa? Carter? Seid ihr da? Nein, ich bin's, eine sprechende Mütze, aber ich bin da! Hallo? Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ende. Dreamland! 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 Lufia! Terranigma RPG Game Maker! Music and sound! Alone in the dark!
Serious Bon Jovi Crackdown Dickhead Nukem Hexen Final Fantasy 9 Resident Evil 2. Was hat das jetzt damit zu Silent Hill, Terminator 2, Vampire Hunter? Sind das die Musiken, wo er sich bedient hat, oder wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich. Resident Evil, the Typing of the Dead. Special thanks to... Aber Californication wurde nicht bedankt. Californication. Sora Lysander 86, www.rpgmanager 2000. Wolfsrudel. Wissen wir ja schon, ne? Ja, der ganze andere Gedöns halt, ne? Produced by Judo. Judeau. Judea U. Nicht Niveau, sondern nicht Volksfront von Judea und so, sondern Judea U. Ey, wollen wir da eine E-Mail hinschreiben? Dass wir dieses Spiel richtig geil fanden. Damit ist dieses Projekt wunderschöne Spiel... Ich muss sagen, abgeschlossen. Ich bin froh, dass man es wenigstens so abschließen konnte und nicht wie bei War of Death. Das muss Ende sagen, fand ich sogar irgendwo, bis auf, dass es unendlich nervig lang war, was die Dialoge angeht. Und ziemlich uninnovativ war und dass es glücklich, aber es hat glücklicherweise keinen Klaus mehr beinhaltet. Hoffen wir, dass das in den anderen Teilen weiterhin so bleibt. Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das irgendwie, das hat diese ganzen Logiklücken und so, das hat das auch angesprochen und thematisiert letzten Endes. Ja, und am Ende ist es also aber einfach nur, ja, das war in seinem Unterbewusstsein. Schreibt mal in die Kommentare, denn ich wette damit, keiner hat damit gerechnet. Falls doch, dann schreibt es meinetwegen. Aber da hat auch keiner mit gerechnet, dass das Spiel sich so entwickelt. In so eine Richtung. Dass es wenigstens halbwegs noch Sinn macht, dass wenigstens einige Sachen so angesprochen werden. Es hat ja nicht mal Sinn gemacht. Nee, eigentlich nicht. Es heißt einfach nur, ja, verschwinde von hier. Okay, ich löse mich in Luft auf. Ja, okay, ganz zum Schluss war natürlich wieder so ein typisches Splatter. Das war am Ende natürlich wieder so ein typisches Splatterfilmende. Ja, mach, so, dass du verschwindest. Total unlogisch. Ja, wie soll ich hier rauskommen? Ist also egal, mach einfach. Ich hab auch das Gefühl, dass die Teile nicht zusammenhängend sind. Glaubst du? Hoffst du? Ja. Ich bin gespannt auf die Nachfolge. Können wir jetzt schon mal ankündigen, auf jeden Fall bei Dragon auf dem Kanal laufen. Und bei mir kommt dann, glaube ich, wieder der dritte Teil. Jo. Und ja, wir haben noch ganz viele andere Projekte wieder zusammen vor. Könnt ihr euch drauf freuen? Jo. Und Crap wird immer einen Platz auf unserem Kanal, auf unseren Kanälen haben. Wir finden immer Platz für Scheißspiele. Jo. Also dann. Schreibt mal, wie ihr das Spiel fandet und ob ihr mehr davon sehen wollt überhaupt. Wahrscheinlich, ne? Ja, doch. Ihr wollt das. Ja, wahrscheinlich gar nicht mal wegen unserer Kommentation, sondern weil das Spiel so absolut geil war. Ja, und so tiefgründig. Naja, bis zum nächsten Projekt von uns. Jo. Tschüssikowski. Tschüss.